So, herzlich willkommen zur ersten PK vor dem ersten Ligaspiel am Samstag in Hoffenheim. Schön, dass es wieder losgeht, freuen uns alle. Wie sieht es bei dir denn aus, Markus? Freust du dich auch wieder? Ja, ich freue mich genauso wie die Mannschaft, wie der ganze Verein, denke ich, und hoffe wie ihr auch, dass es endlich wieder losgeht. Wir haben jetzt lange Zeit gearbeitet, die Vorbereitung war ewig lange, die Sommerpause war lange. Und jetzt wird es Zeit, dass es wieder ernst wird. Und es wird jetzt ernst in der Liga. Wir freuen uns auf Hoffenheim. Unheimlich schweres Auftaktprogramm, unheimlich schwerer Auftaktgegner, denke ich. Sie haben im letzten Jahr schon eine gute Mannschaft gehabt, haben sich punktuell sehr, sehr stark verstärkt, haben eine super Vorbereitung gespielt, mit ganz wenig Gegentoren auch, wo sie sich auch klar gesteigert haben. Und dementsprechend schwer ist diese Aufgabe. Für uns gilt's. Und für das haben wir gearbeitet, dass wir am ersten Spieltag hundertprozentig fit sind, dass wir gut in die Saison reinkommen wollen, steht außer Frage. Und dafür 100% brauchen. Wenn wir 100% abrufen können, wenn wir diese Gier wieder haben, dass wir eben Spiele unbedingt gewinnen wollen, dann sehen wir uns auch in der Lage, dort zu bestehen und einen guten Saisonauftakt hinzulegen. Das ist das Ziel. Vom Kader her, die Langzeitverletzten fehlen mit Bobadilla, Moravec und Eswein, ansonsten denke ich, sind alle hochmotiviert und freuen sich auf Samstag. Dankeschön. Ihre Fragen? Keine. Wie hat die Mannschaft das Pokalspiel mittlerweile weggesteckt? War das gleich erledigt oder haben wir das während der Woche noch was gespürt? Oder? Nein, wir haben das am Montag natürlich aufgearbeitet, wir haben das analysiert, wir haben das besprochen. Sowas darf am Bundesligisten nicht passieren, das wissen die Spieler auch, aber sie wissen auch, dass wir es nicht mehr ändern können, dass das Spiel weg ist und dass der Pokal für dieses Jahr erledigt ist und wir uns jetzt auf die Liga konzentrieren und da es besser machen wollen. Es gibt natürlich Aufschlüsse, es gibt natürlich auch nochmal oder erhöht die Konzentration, schärft die Sinne, dass uns sowas nicht mehr passieren darf, ist auch klar. Und es zeigt vor allem auch, dass wir wieder 100% in jedem Spiel abrufen müssen, dass wir mit 95% gegen jeden Gegner verlieren können, weiß die Mannschaft. Und sie weiß aber auch, dass sie mit 100% jeden Gegner schlagen kann. Und da liegt das Geheimnis, eben 100% da abzurufen. Wie sieht es mit Fröhler aus? Ja, sind wir froh, dass er jetzt seit Montag, Dienstag wieder im Mannschaftstraining ist, 100% im Mannschaftstraining ist. Er wurde ja langsam herangeführt nach seiner Schulterverletzung, aber war lange Zeit jetzt weg. Er wird jetzt in der Woche hundertprozentig alles mittrainieren. Ich werde mit ihm reden, ob er dann im Kader steht oder eben nicht. Was könnte passieren? Er ist eine Alternative. Also er ist eine Alternative, wenn er sich hundertprozentig gut fühlt, dass er mitfährt nach Hoffenheim, ja. Wenn das Stichwort Fäulner schon gefallen ist und eben diese Position, Moravec fällt er auch, ich nehme mal an, bis Winter aus, zumindest bis, ungefähr bis Winter. Wird der FCA da noch tätig werden auf dem Transfermarkt? Na, erstmal ist es so, dass Jan Moravec leider länger ausfällt wie Winter, sondern wenn man jetzt ein halbes Jahr rechnet und dann noch ein bisschen Zeit mit dazu gibt, dann ist es März. Und das ist ewig lange, ist klar, dass er uns fehlt und dass er auf der Position erstmal Kevin Vogt gegangen ist und wir da Fäulner und Moravec plus Dominik Kohr gesetzt haben und jetzt zwei von den dreien eben verletzt waren in der Vorbereitung und eben Moravec noch länger verletzt ist, trifft uns, aber ich denke schon, dass wir da gut aufgestellt sind und jetzt nicht die Not haben, da zu reagieren. Wir haben Vertrauen in die Spieler, die da sind und Dominik Kohr ist ein junges, gutes Talent, Dani Bayer ist sowieso außer Frage und auch Markus Fäulner ist ein gestandener Spieler, die die Problematik da, denke ich, im Zentrum gut lösen werden. Sie haben in Magdeburg nur einen Neuzugang in der Anfangsformation gehabt. Kann es sein, dass in Hoffenheim der andere, eine oder andere Neue dazukommt? Ja, die Überlegung haben wir natürlich. Wir stellen immer viele Überlegungen an und nach so einer Niederlage sowieso überlegst du, welche Positionen da eventuell eine Änderung brauchen. Aber Baba ist noch nicht lange hier, das ist auch nicht einfach. Markus Fäulner haben wir besprochen. Die anderen Spieler sind dann eingewechselt worden, aber haben die Wende auch nicht geschafft in diesem Spiel. Wir werden schauen, dass wir die beste Aufstellung finden für Hoffenheim. Und schauen da im Training natürlich genau hin. Thorsten, mein Gott.
Der Armin Gronauer. Ich weiß, dass das Trainer immer so ungern machen, aber ich hoffe, dass Sie das Herz in die Hand nehmen, Herr Weinzel. Und zwar? Wenn man jetzt so die ersten 5 Spiele in dieser neuen Saison ansieht, was wäre da so ein guter Start punktemäßig? Und bitte jetzt nicht 15 Punkte nennen. Sie kennen die 5 Gegner, oder? Ja. Gut. Deswegen frage ich. Ich glaube nicht, dass wir Punktzahlen nennen brauchen, sondern wir wollen gut in die Saison starten. Und die Gegner sind schwer, da braucht man nicht drum herum reden, dass in Hoffenheim das jetzt eine unheimlich schwere Aufgabe ist und zu Hause der Borussia Dortmund nicht einfacher wird. Und da müssen wir schauen, dass wir so schnell wie möglich natürlich punkten. Aber wir machen uns keine konkrete Zielvorgabe. Die Zielvorgabe ist, am 34. Spieltag in der Liga zu bleiben. Ich glaube, das steht über allem. Das wird schwer genug. Man hat gesehen, wenn wir nicht hundertprozentig Leistung bringen, was passieren kann. Wir haben gesehen, wie schwer auch die Ausfälle bzw. die Abgänge uns fallen mit Vogt im Zentrum, mit Oscholek über links, mit André Hahn über rechts. Und das sind Säulen gewesen, die uns weggebrochen sind. Die müssen die neuen Spieler erstmal füllen. Und das ist das Ziel, eben in der Liga zu bleiben. Mit einem ordentlichen Start geht es einfacher, ist klar. Aber wir sind darauf vorbereitet, dass es Zeit dauern kann, bis die Mannschaft wieder diese Form und diese Kompaktheit und diese hundertprozentige Leistungsfähigkeit hat wie im letzten Jahr. Die Kollegen von der Bild-Zeitung haben gestern eine ganz interessante Statistik drin gehabt. Nachdem der FCA mit 16 ausländischen Mitarbeitern am meisten ausländische Spiele in der Liga hat, erschwert das eigentlich die Arbeit, wenn man so einen bunten Haufen da am Platz und rundherum hat? Oder ist es Ihnen als Trainer egal? Nee, erstmal haben wir gute Typen und wo, aus welcher Nationalität ist dann zweitrangig oder überhaupt nicht wichtig. Wichtig ist, dass die Mannschaft funktioniert, dass das Kollektiv stimmt, dass sich jeder da einordnet und dass wir gute Charaktere haben und jeder Einzelne hat das volle Vertrauen bzw. ist hundertprozentig hier integriert und fühlt sich wohl und gibt alles für die Mannschaft. Woher sie dann im Endeffekt kommen, ist zweitrangig. Von den Sprachen her ist es so, dass ich nicht jede Landessprache jetzt kann von den 16. Deswegen ist wichtig, dass alle Deutsch lernen und da sind sie mit dabei. Und mit den meisten, eigentlich mit allen, kann ich mich sehr gut verständigen. Das wäre gleich eine Abschlussfrage gewesen. Gibt es eigentlich die Deutschkurse noch? Ja, glaube ich, sind bestrebt, dass jeder Spieler Deutsch lernt, so schnell wie möglich. Jeder weiß, wie schwer oder wie einfach es ist, Deutsch zu lernen. Gerade wenn ich an unseren Südkoreaner denke, es ist natürlich unheimlich schwer, wenn er ganz alleine hier ist und langsam und müßig Deutsch lernen muss, weil es wirklich schwer ist, sich da dann zu verständigen. Aber mit Händen, Füßen, mit Fußballersprache geht das mittlerweile sehr gut. Und da sind wir natürlich bestrebt, dass jeder Deutsch lernt. Den letzten Auswärtssieg in Sinsheim gab für den FC Augsburg? Das ist mir auch egal. Ich weiß, dass wir im letzten Jahr in der Rückrunde vor allem sehr, sehr auswärtsstark waren und da wollen wir anknüpfen. Ich weiß auch, dass wir in Hoffenheim im letzten Jahr verloren haben, obwohl wir da richtig gute Chancen gehabt haben, auch das Spiel zu gewinnen oder einen Punkt mitzunehmen. Aber wir wollen natürlich da weitermachen, wo wir im letzten Jahr aufgehört haben. Und freuen uns auf das Spiel. Aber der Sieg ist wahrscheinlich schon länger her oder hat es noch gar nicht gegeben, könnte man vorstellen. 2005 zur Regionalliga-Zeit noch, also. Das war aber in Zinsheim. So ist es. Ja. Das war ein Hexenkessel. Genau. Aber junger Kollege kann nicht alles wissen. Ganz allgemein, Herr Weinzel, die Saison, gibt es einen Zweikampf Bayern gegen Dortmund oder ziehen die Bayern da wieder alleine davon? Wer könnte die Bayern noch mehr ärgern als im letzten Jahr? Wie sind da so Ihre Gefühle und Ihre Gedanken? Ja, in erster Linie Dortmund, denke ich. Ich glaube schon, dass sie das Potenzial haben, sie mehr zu ärgern, wie vielleicht im letzten Jahr. Das haben wir jetzt im Supercup gesehen. Nach einer Weltmeisterschaft ist es immer
schwieriger, gerade für die Bayern-Spieler. Aber trotzdem, über Ärgern, glaube ich, wird Dortmund nicht hinauskommen, sondern es wird wieder so sein, dass Bayern München deutscher Meister wird. Dortmund hochmotiviert am zweiten Spieltag nach der Aussage. Also Jürgen Klopp und seine Mannschaft ist immer hochmotiviert. Ich glaube, egal was ich sage, von daher wird er mir das nicht übel nehmen jetzt, aber ist meine Meinung. Wie froh sind Sie eigentlich, dass der neue Rasen kommt? Ja, bin ich auch froh, gerade wenn wir bei Jürgen Klopp sind, dass er mich nicht wieder schimpft, weil er jedes Jahr über den Augsburger Rasen jetzt geschimpft hat, aber der wird gut sein, der wird neu sein, da sind wir auch froh drum. Die Problematik hat jeder erkannt im Verein. Und auch auf den Rängen hat man gesehen, dass das sehr, sehr rutschig war und dass da irgendwas nicht gestimmt hat. Jetzt hoffen wir einfach, dass die Bedingungen hundertprozentig sind und sind da zuversichtlich. Ist wieder holländischer Rasen oder diesmal ein anderer? Da muss ich noch schauen, wo er herkommt, genau. Dominik, gab es da vorher so Untersuchungen? Haben wir mal Köder für den Wurm ausgelegt? Oder? Es wurde alles Mögliche unternommen, ja. Es gab ja in den letzten Spielen durchaus Schwierigkeiten bei Ihrer Mannschaft, wenn Sie gegen einen unterklassigen Gegner gespielt haben, die sich hinten reingestellt hat. Also da gab es durchaus spielerische Defizite. Möchte man jetzt gegen Hoffenheim daher so ein bisschen die Linie der letzten Saison weiterführen, dass man gerade das schnelle Umschaltspiel wieder vermehrt einführen möchte oder spielen möchte? Oder möchte man trotzdem versuchen, da auch spielerisch Paroli zu bieten und Dominanz im Mittelfeld auszustrahlen? Ja, erstmal war es so in Magdeburg, dass wir 80% Ballbesitz gehabt haben. Das wird uns gegen Hoffenheim und auch gegen Dortmund und auch in der Bundesliga nicht mehr passieren. Aber die Problematik, die kennen wir. Ich denke, dass es immer das Schwerste ist, einen tief gut organisierten Gegner auszuspielen. Wenn da 9 Mann am gegnerischen 16er stehen, ist es unheimlich schwer, für uns auch, vor allem uns Torchancen zu erarbeiten. Das haben wir in Magdeburg ganz leidvoll wieder erfahren, aber das haben wir auch im letzten Jahr schon gehabt, wenn wir das Spiel gemacht haben oder machen mussten, dass wir da mehr Probleme gehabt haben, wie über schnelle Umschalten. Das ist auch klar, dass uns das eher liegt, dass uns das mehr in die Karten spielt. Und in der Bundesliga wird es so sein, dass wir natürlich mehr unsere Stärken mit einbringen können, weil der Gegner dominanter ist und da wir eben häufig in die Situation kommen können, dass wir schnell umschalten und das ist unsere Stärke. Und das im richtigen Maß dann einzusetzen, plus natürlich eigenen Ballbesitz, wird das Erfolgsrezept sein. Wir wollen so weitermachen und so spielen wie in der letzten Saison. Aber nochmal, das am Sonntag hat uns gezeigt, wie viel im letzten Jahr gepasst hat, wie viel da richtig gelaufen ist. Es war harte Arbeit, das hat keiner geschenkt bekommen und das geht nicht von alleine und da müssen wir so schnell wie möglich wieder hinkommen. Jetzt wäre noch meine Frage und zwar einige Augsburger Kollegen haben sich die Mühe gemacht und haben diese 111 Gründe, den FC Augsburg zu lieben, zusammengeführt. Ist recht nett zu lesen, führt glaube ich auch nur einen Bruchteil an dessen, was den Verein so sympathisch macht. Was sind denn Ihre Gründe, diesen Verein so zu lieben und hier so viel Herzblut reinzustecken? Ja, ich lese das gerne irgendwann mal, aber ich denke, dass es mehr gibt wie 111 Gründe. Ich denke, dass es viele Kleinigkeiten sind, die den Verein jetzt ausmachen. Die Entwicklung in den letzten Jahren ist wirklich, denke ich, sensationell. Das merkt man im Alltag. Das merkt man im Stadion an den Spieltagen, wie viel Euphorie um die Mannschaft jetzt herrscht. Und das haben die Jungs sich ganz, ganz hart erarbeitet, in einer tollen Entwicklung in den letzten Jahren. Und es macht unheimlich viel Spaß, hier zu arbeiten. Das, glaube ich, ist die Zusammenfassung von den einzelnen Gründen. Und die Entwicklung passt einfach zu einer Entwicklung gehören Rückschläge, die haben wir am Sonntag mitbekommen zum Beispiel, aber da geht es weiter jetzt und da wird es noch mehr Gründe dann geben, um sich dann Sympathien zu erarbeiten und zu bekommen. Und da machen wir genauso weiter, wie wir die letzten 2 Jahre gearbeitet haben. Letztes Jahr waren ja noch Stürmertore mehr Mangelware gewesen. Sehen Sie jetzt die Situation wesentlich verbessert durch die Verpflichtung? Ja, wir haben uns Mühe gegeben, großes Potenzial natürlich zu holen. Ist klar, dass wir
jedem Spieler auch die notwendige Zeit geben müssen, dass wir nicht zu viel erwarten dürfen, dass jeder hier erstmal ankommen muss, aber jetzt schleunigst natürlich dann auch wir als Mannschaft dann funktionieren müssen, weil jeder Stürmer ist von den Mitspielern abhängig, von der Anzahl der Flanken, von der Anzahl der Torchancen abhängig. Aber wir sehen das Potenzial in den Neuzugängen und auch in den Spielern, die da sind, die darf man auch nicht vergessen, dass wir wieder in der Lage sind, eben eine schlagkräftige Mannschaft zu stellen, um unser Ziel zu erreichen. Gut, alle Fragen beantwortet. Dann herzlichen Dank und bis Samstag in Hoffenheim.